Das ist unvergessen. Vielen Dank für die Torte zu unserem kleinen Geburtstagsfest heute, 5 Jahre. Und dieses Bild ist natürlich eine schöne Erinnerung für mich an deinen letzten Besuch. Ja, es hatte mich überrascht, nachdem ich zu dir gesagt habe, ich bin ja keine Briefmarke. Ich habe eine Weile drüber nachgedacht und ich weiß jetzt auch, wie du es meinst. Das hat alle Frauen gemacht. Ja, clever, weil du sagst, ich habe eine Weile drüber nachgedacht und so. Das ist ja mit diesem Ticker in unserem ersten Jahr. Auch zu Gast, ja? Ja, also für mich war das natürlich auch spannend, wie die ganze Geschichte. Da habe ich gedacht, egal was passiert, dann hatte bei dir, denke ich mir, jedes Mal, was ziehst du an? Und letztes Mal, glaube ich, hatte ich, wie man auf dem Bild sieht, ganz glatte schwarze Haare. Ja. Und jetzt extra mal gelockt. Nein! Ja, das für Natur. Bei dir ist eine Tönung. Bei mir ist eine leichte Tönung. Eine leichte Tönung. Eine ganz leichte. Wir plaudern hier so unbeschwert, als gäbe es keine Paare, die Trouble haben. Du hast ja mit Babs noch Fotos gemacht hier in Richtig. Deinem Kalender. Ich glaube, es ist der November, weil Babs hat am November... Hat man nichts, spürt man da nichts als Frau? Merkt man da nicht, dass die andere irgendwie... Dass man, da wurde auch... Ja, das ist eine Sache. Das ist deine eigene Tochter. Und ob du es glaubst oder nicht, die zeigt auf Barbara und sagt, ja... Jetzt wurde als Männer sehr gut aus, ja. Und Abzug, wenn man wirklich wie so ein Mann angezogen ist, dann benimmt man sich auch gleich ganz anders. Ist das? Ja. Geht man anders? Fühlt man dann auch anders als Frau in solchen Klamotten? Also wir hatten die Diskussion. Ja, Barbara Becker, man hat nichts gespürt, dass da Trennung in der Luft liegt. Insofern. Als du das... Weil ich denke, dass, ich weiß gar nicht, wie das kleine Mädchen heißt, die für dich halt zu Ende gemacht. Und ich meine, völlig wie so ein Teenager. Ja, aber also, sie ist ja schon nach dir die zweite Frau, die nichts mit ihm hat. Ich merkte, dass wir eigentlich eine Ehe zu dritt führen, waren wir auch... Richtig aus dem Rennen? Ja, das war ja ganz am Anfang, weil ich noch völlig naiv, was diese Beziehung betrifft. Und ich habe mir das gezogen im Streit, das ist halt mein Temperament. Und dann war ich zu Ma und irgendwann bemerkte ich... Kam den Thomas... Ich weiß es nicht. Irgendwelche Dinge, die man nicht gebrauchen kann. Und mein Gott, Nadel kommt Mädchen gegen den Schrank rein. Und mal genauere Geschichten erzählen würde man sich, glaube ich. Zum Beispiel, also nur so eine kleine. Ohne zu Hause, wir wissen ja jetzt nicht, von wem ich rede. Nee, überhaupt. Also die Schlauere von beiden, die war nicht da. Die Dümmere war nicht umsonst schlau, ging auf die Leiter, um über den Balkon reinzukommen. Einfach auseinandergegangen und das war das Ende der Geschichte. Und der ohne Namen zu nennen, würde ich sagen, ja. Ohne Namen zu nennen. Und sozusagen... Das hier ist natürlich ein sehr, sehr gut gemachter Kalender. Guck mal, hier auch Ming Kai. Ja. Ming Kai und Jasmina Filali und Babs Becker. Alle dabei. Unglaublich, alle dabei. Schönes Geschenk auch für Freunde von mir. Und warum wird da gelacht? Außerdem, hast du Freunde? Ja.